das erste Mal auf dem Podest. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz ganz woanders hin, nämlich auf Jacqueline Mourão, die wir im Vorlauf gesehen haben, die einzige Brasilianerin hier im Feld, die schon viermal bei Olympia war, zweimal als Mountainbikerin, zweimal als Langläuferin. Dann hat sie vor 3 Jahren ein Kind gekriegt und danach seine neue Herausforderung gesucht und mit Biathlon angefangen. Und nun will sie zu Olympia. Sie sehen, sie hat fehlerfrei geschossen im Liegendanschlag. Läuferisch natürlich jenseits der Weltspitze, auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Sie lebt in Kanada, ist wegen ihres Ehemanns dorthin gezogen. Und weil das Wetter dort so oft schlecht war und so viel Schnee da war, konnte sie nicht mehr Mountainbiken, sondern fing mit Skifahren an, kam zum Langlauf. Naja, immerhin, 2 Fehler, also ganz gut geschossen hat sie. Aber ihr fehlt natürlich die Erfahrung auf den Skiern. Und hat sie erst im Erwachsenenalter angefangen, Ski zu laufen. Eine Exotin hier im Feld, auch das gehört dazu, denke ich. Olga Zaitseva, nach dem ersten Schießen, die Führende.